Vielleicht erinnert ihr euch, als ich letztes Jahr einstieg mit Kapitel 1 in der Offenbarung, war so ein bisschen die Headline, das Motto darüber: Fürchtet euch nicht, habt keine Angst. Und letztes Jahr bei dem Einstieg habe ich dabei natürlich vor allen Dingen an Corona gedacht und alles, was sich darum bewegt. Dieses Jahr habe ich den Eindruck, wir haben eine Liste, die deutlich länger geworden ist, an Möglichkeiten, uns zu fürchten. Es kommt ein Krieg dazu und Inflation, Energiepreiserhöhung, Lieferkettenstörungen, Facharbeitermangel, Konflikt in Taiwan oder um Taiwan und noch viel, viel mehr, was genug Grund wäre, sich zu fürchten. Und ich glaube, dass das Motto der Offenbarung, fürchte dich nicht, jetzt noch aktueller und noch brisanter ist. Menschen versuchen solche Probleme wie Krisen, manche Menschen versuchen solche Probleme wie diese Krisen so zu lösen, dass sie Schuldige suchen. Es gibt diesen Begriff der Achse des Bösen. Den hat mal der Präsident George Bush geprägt nach den Anschlägen auf das World Trade Center in New York im Jahre 2001. Und er hat sich vorgenommen damals die Achse des Bösen, das waren also bestimmte Länder, in denen er Terroristen vermutete, diese Achse des Bösen quasi zu bekämpfen und zu besiegen. Ich kannte dann jemanden, der hat irgendeine Organisation gegründet und nannte sie dann die Achse des Guten. Ich dachte, wow, das ist Selbstbewusstsein. Aber es ist sehr, sehr menschlich und ganz typisch, dass wir gerne die Welt in Gut und Böse aufteilen und die Idee haben, wenn man das Böse besiegt, dann ist dann nur noch das Gute da und alles wird prima. Das versuchen wir sehr erfolglos seit über 2000 Jahren und sind nicht viel weiter gekommen mittlerweile. Es gibt das Böse und das Gute nebeneinander, so wie früher auch schon. Und ich glaube auch, dass es ein Missverständnis ist, zu denken, man könnte irgendwo das Böse in Afghanistan oder im Irak oder in Libyen oder beim Nachbarn oder beim Ehepartner lokalisieren und ausrotten. Ja. Die Kräfte, die da mit reinspielen, sind ganz andere. Und es gibt eine Achse des Bösen, aber sie läuft nicht zwischen Mensch und Mensch oder nicht lokal, regional oder nicht zwischen Rassen und Kulturen oder Ähnlichen. Das ist ein böses Missverständnis. Ja. Sie läuft auf einer ganz anderen Ebene. Und mit dem Gedanken möchte ich nochmal einsteigen in das Kapitel, mit dem ich bei den Bibelabenden letztes Jahr geendet habe, nämlich beim Kapitel 12 in der Offenbarung. Da scheint es nämlich auch genau sowas zu geben, einen Kampf zwischen Gut und Böse. Es beginnt in Kapitel 12 mit Bildern. Johannes sagt ausdrücklich, dass er Bilder am Himmel sieht. Und da spricht er zum Beispiel von einer Frau, die mit der Sonne bekleidet war. Unter ihren Füßen war der Mond und auf dem Kopf trug sie eine Krone aus 12 Sternen. Und für alle, die noch ein bisschen Erinnerung haben am letzten Jahr, hier ein kleiner Reminder, eine Erinnerung. Wie legt man nochmal die Offenbarung aus? Was war der Schlüssel zur Offenbarung? Vielleicht weiß es auch noch jemand von euch. Das Alte Testament, super, vielen Dank. Der Schlüssel der Offenbarung, das Alte Testament. Hier wird eine Frau geschildert mit einer Krone aus 12 Sternen, mit der Sonne bekleidet und dem Mond unter ihren Füßen. Und jetzt kann man einfach auf die Suche gehen im Alten Testament, wo finde ich im Alten Testament einen Text, wo 12 Sterne und eine Sonne und ein Mond vorkommt? Da war es genau, bei Josef. Egal wo du sitzt, 15 Punkte. Ganz genau, das war Josefs Traum. Er sah seine Eltern, Sonne und Mond, und seine Brüder, 11 Sterne, er selber war der 12. Er sah sie. Und sie verneigten sich vor ihm. Und das ist so ein bisschen die Josefsgeschichte. Aber was klar ist, dieses Bild von Sonne, Mond und 12 Sternen schildert Israel, ist quasi ein Bild für Israel. Jakob und Rahel hier und seine 12 Söhne waren der Anfang des Volkes Israels. Ein Symbol für Israel. Die Frau steht also irgendwie für Israel. Und von der Frau heißt es, sie war schwanger. Und die Geburt ihres Kindes stand unmittelbar bevor. Die Wehen hatten bereits eingesetzt. Sie schrie und krümmte sich vor Schmerzen. Also Israel in Geburtsschmerzen. Die Frau erwartet ein Kind.
Aber nicht nur das ist ihr Problem, dass sie mit großen Schmerzen da liegt und wartet, dass die Geburt einsetzt, sondern Johannes sagt, er sieht noch etwas anderes. Einen riesigen, feuerroten Drachen, der 7 Köpfe und 10 Hörner hatte und auf jedem seiner Köpfe eine Krone trug. Mit seinem Schwanz fegte er ein Drittel der Sterne vom Himmel und schleuderte sie auf die Erde. Also diese Frau ist nicht nur voller Schmerzen, weil sie Wehen hat, sondern direkt neben ihr steht ein Drache und will das Kind fressen. Was eine blöde Situation. Ja. Es sind Bilder. Das sagt Johannes hier ausdrücklich. Es ist nicht wörtlich zu verstehen. Manche denken, das wäre die Weihnachtsgeschichte. Also Israel, schwanger, ein Kind wird geboren. Naja, dann müsstet ihr in der Krippe beim nächsten Weihnachten Esel und Ochse rausschmeißen und einen feuerroten Drachen reinstellen. Dann würde es passen und ich verspreche euch, eure Teenager werden großen Spaß haben und das sehr spannend finden. Aber das sind Bilder. Der Drache will das Kind fressen. Wir fragen mal, wer der Drache ist, und da kriegen wir im Kapitel 12 selber schon eine Antwort. Da heißt es im Vers 12, in Vers 9, der große Drache, jene Schlange der Urzeit, die auch Teufel oder Satan genannt wird. Es ist der Teufel persönlich, der dieses Kind verhindern will. In Vers 5 wird dann auch das Kind vorgestellt. Da heißt es, kaum war das Kind zur Welt gekommen, wurde es zu Gott hinaufgenommen und vor seinen Thron gebracht. Das Kind war ein männlicher Nachkomme, jener Sohn, von dem es in der Schrift heißt, dass er mit eisernem Zepter über alle Völker regieren wird. Also, die Frau bekommt ein Kind, der Drache will das Kind und fressen und zerstören. Das Kind wird geboren und sofort in den Himmel aufgenommen. Der Hinweis, dass dieses Kind alle Völker mit eisernem Zepter regieren wird, den haben wir öfters in der Bibel. Der kommt schon im Psalm 2 vor. Aber er kommt später in der Offenbarung in Kapitel 19 auch vor. Und da ist es Jesus Christus selber, von dem das gesagt wird. Es geht hier offensichtlich um Jesus. Und deswegen, das mit der Weihnachtsgeschichte ist gar nicht so fern. Nur das mit dem Drachen passt irgendwie nicht. Und das Bild selber ist ein Bild. Also wenn der Drache wirklich das Kind fressen will, warum frisst er nicht gleich die Frau? Blöder Vorschlag. Ja, es ist ein Bild, ein Symbol. Die Frau ist Israel. Und diese Wehen von Israel, das ist so ein bisschen die Geschichte, die Israel hatte, man könnte sagen, seit dem 7., 8. Jahrhundert vor Christus bis zur Zeit von Jesus. Seit dieser Zeit ist Israel ständig im Clinch mit Supermächten, die versuchen, das Land zu erobern und Israel zu knechten. Und die das auch erfolgreich machen. Das startete mit Assyrien, damals eine Weltmacht, ging weiter dann mit den Persern, die waren relativ großzügig zu Israel. Dann mit den Babyloniern erst, die waren brutal, dann die Perser, dann kamen die Griechen, das war ein grausamer Kampf, so 2. Jahrhundert vor Christus. Und als endlich die Griechen besiegt waren und Israel frei war, dauerte es nicht lange, da kamen die Römer. In der Zeit, als Jesus in Israel unterwegs ist, regieren die Römer über Israel und knechten dieses Land, saugen es aus, legen hohe Zölle und Steuern auf dieses Land und regieren es mit brutaler Gewalt. Das Kind, auf das ganz Israel wartet, ist ein Retter, den Gott schickt, um sie endlich frei zu machen. Um sie endlich in Freiheit aus der Sklaverei zu führen. Um die Römer zu besiegen. Um als selbstständiges Land leben zu können. Da war eine Sehnsucht, die konnte man wahrscheinlich mit Händen fassen. Und diese Sehnsucht ist in diesem Bild ausgedrückt der Wehen, der Schmerzen. Die haben ja gelitten unter den Römern. Und die schrien zu Gott und sagten, schick uns jemanden, der uns rettet. Einen Befreier oder auf Hebräisch einen Gesalbten, einen Messias, einen Christus. Der Teufel will das verhindern, kann es aber nicht. Das Kind wird geboren und zu Gott entrückt. Man könnte sagen, das ist die kürzeste Jesus-Geschichte, die ich jemals gelesen habe. Ja. Er wird geboren und zu Gott entrückt. Und das ist deswegen, weil diese Geschichte nur ein Auftakt ist, für das, was jetzt im Himmel passiert. Das ist die eigentliche Story in Kapitel 12. Jesus wird in den Himmel entrückt und plötzlich entsteht ein Kampf im Himmel. Auch natürlich ein Bild. Wir dürfen uns das hier nicht so einen Krieg vorstellen, wenn er steht in Vers 7. Es brach im Himmel
ein Krieg aus. Der Engelfürst Michael und seine Engel griffen den Drachen an. Dieser setzte sich mit seinen Engeln zur Wehr, aber er unterlag. Und von da an war für ihn und seine Engel kein Platz mehr im Himmel. Also es entsteht ein Krieg zwischen dem Erzengel Michael und dem Drachen. Nochmal, es ist eine Bilderwelt. Wir stellen uns keine Völkerschlacht im Himmel vor. Ja? Aber eins wird deutlich, Jesus ist im Himmel aufgefahren und nun ist für den Teufel im Himmel kein Platz mehr. Wenn Jesus im Himmel ist, kann der Teufel dort nicht sein. Nun, wieso war er überhaupt im Himmel? Die meisten Menschen, wenn sie überhaupt irgendwie an den Teufel denken, gehen davon aus, er ist irgendwo im Abgrund, in der Hölle, im Feuer. Was macht er eigentlich im Himmel? Nun, das ist auch ein alttestamentlicher Gedanke. Wir kennen das aus dem Buch Hiob. Da haben wir tatsächlich eine Art Beratungskreis um Gott herum. Und zu diesem Kreis gehört auch der Satan, tatsächlich. Und bei Hiob ist Satan ein ziemlich mieser Typ, ja, das ist er eigentlich immer. Aber da merkt man halt seine Gemeinheit, seine, ja, man kann fast sagen, Hässlichkeit. Ja. Gott hat einen Rat um sich herum bei Hiob und spricht bei dem Buch Hiob und spricht von seinem Knecht Hiob. Und Gott sagt, wow, schaut euch mal diesen Mann da auf der Erde an. Das ist jemand, der Gott wirklich liebt, der mich verehrt aus ganzem Herzen. Ja. Das spürt man übrigens ein bisschen von der Sehnsucht Gottes. Obwohl wir so klein und unbedeutend sind im Vergleich zu seiner Größe und Schönheit, hat er Sehnsucht danach, dass wir ihn lieben. Er möchte geliebt werden. Das erste Gebot der Bibel. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Und bei Hiob sieht Gott das erfüllt. Und was Satan jetzt macht, ist total gemein. Er sagt, Gott, dieser Mann liebt dich doch nur, weil du ihm Geld überschüttest. Weil du ihm alles gibst, was er will. Ja. Man könnte sagen, das ist so eine Ansage wie, denkst, du hast einen Freund, du hast doch nur einen Freund, weil du ihm ständig was gibst dafür, dass er mit dir unterwegs ist. Ja. Also im Sinne von, dich kann überhaupt keiner lieben, du musst schon eine Menge Geld geben, dass jemand bereit ist, dein Freund zu sein. Das ist sehr beleidigend, oder? Und das ist natürlich auch für Gott beleidigend. Und Gott sagt dann im Hiob-Buch zu Satan, das stimmt nicht. Und ich wette, selbst wenn er nichts hätte, würde er mich weiter anbeten. Mich weiter loben und mich weiter lieben. Und Satan sagt, gut, die Wette gilt. Und der Rest ist die Geschichte vom Hiob-Buch. Satan ist im Himmel und versucht, Gott zu überzeugen, dass niemand, der hier auf der Erde behauptet, er würde Gott lieben, das wirklich ernst meint. Dass niemand wirklich verdient hätte, dass Gott ihn irgendwie was Gutes tut, ihn segnet oder sogar ihn liebt. Satan liegt Gott in den Ohren und sagt, wie kannst du diese Menschen lieben? Diese Menschen, die immer nur denken, dass ihr Nachbar böse ist und die Bosheit im eigenen Herzen nicht begreifen. Diese Menschen, die gut drauf sind, wenn du ihnen Gutes tust und die sich von dir abwenden, wenn du sie nicht segnest. Diese Menschen, die so viele gemischte und falsche Motive in ihrem Herzen haben, selbst bei den besten Dingen, die sie tun. Wie kannst du diese Menschen lieben? Das ist, was Satan im Himmel tut. Und jetzt heißt es hier, der Drache, jene Schlange der Urzeit, die auch Teufel oder Satan genannt wird und die ganze Menschheit verführt, wurde auf die Erde geworfen. Und zusammen mit dem Drachen wurden auch seine Engel hinuntergeworfen. Daraufhin hörte ich eine mächtige Stimme im Himmel rufen, jetzt ist der Sieg errungen. Gott hat seine Macht unter Beweis gestellt, die Herrschaft gehört ihm. Von jetzt an regiert der, den er als König eingesetzt hat, Christus. Denn der, der unsere Brüder und Schwestern anklagte, ist aus dem Himmel hinausgeworfen worden. Tag und Nacht beschuldigte er sie vor unserem Gott. Das heißt, was Satan im Hiob-Buch tut, also behaupten, dass Hiob nicht wirklich Gott meint, nicht wirklich mit dem Herzen bei Gott ist, das tut er auch hier in dieser Geschichte im Himmel. Er verklagt die Brüder und Schwestern Tag und Nacht. Er versucht Tag und Nacht Gott zu zeigen, hey, die haben deine Liebe nicht verdient. Mach Schluss mit ihnen.
Sie meinen es nicht ernst und nicht ehrlich. Sie sind nicht konsequent. Sie haben ihre Heimlichkeiten, sie haben ihre Sünden, sie haben ihr Scheitern, sie haben ihre falschen Motive. Gott, sie verdienen deine Liebe nicht. Tag und Nacht klagt der Teufel vor Gott die Menschen Gottes an. Die Brüder und Schwestern, euch und mich. Tag und Nacht. Und jetzt heißt es, Jesus kommt in den Himmel und es bricht ein Krieg aus. Jesus akzeptiert diese Anklage nicht mehr und er gewinnt auch und er schmeißt den Satan aus dem Himmel. Die Anklage hört auf. Und wir sind ja in der Offenbarung und die Offenbarung ist für viele ein Buch für irgendeine ferne Zukunft, wo sich irgendwann mal die Dinge erfüllen, aber jetzt noch nicht. So einfach ist es aber nicht. Es gibt Dinge in der Offenbarung, die sind ferne Zukunft oder vielleicht gar nicht so fern, aber sie sind Zukunft, gar keine Frage. Es gibt aber auch Dinge, die sprechen jetzt schon von unserer Gegenwart und sie wollen zu uns sprechen. Und wir müssen jetzt fragen, ist denn dieses Ende der Anklage, ist das denn Zukunft oder ist das jetzt schon? Anders gefragt, wirst du noch bei Gott angeklagt oder nicht? Ist da noch jemand, der ständig Gott erzählt, was du wieder an bösen Gedanken hattest, an blöden Worten gesagt hast, was du nicht getan hast und hättest tun sollen und was du getan hast und besser gelassen hättest? Ist da jemand im Himmel, der ständig darüber redet? Der ständig zu Gott sagt, oh meine Güte, wie lange willst du denn noch an Uli dranbleiben? Ja, jetzt hat er dich schon wieder enttäuscht. Irgendwann muss doch mal Schluss sein. Ist das noch so oder hat es aufgehört? Und wir schauen dazu in einen Text von Paulus im Römerbrief, Kapitel 8. Da sagt Paulus in Römer 8, Abvers 31, was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns. Wer kann es da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht mal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Und jetzt aufgepasst im Vers 33. Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Das ist Gegenwart, oder? Das ist jetzt so. Wer kann uns anklagen? Paulus sagt, niemand. Wenn Gott selber doch für uns ist. Wenn Gott selber uns gerecht macht. Das ist ja das große Thema von Paulus, dass wir gerecht gemacht werden. Und versteht ihr, wenn Satan anklagt, wenn er sagt, hast du gesehen, was Uli Neuenhausen getan hat? Ist trotzdem das Urteil Gottes, sorry, Uli Neuenhausen ist gerecht. Naja, nicht jeder in meinem Umfeld wird sagen, Uli Neuenhausen ist gerecht. Vielleicht sind meine Mitarbeiter manchmal nicht, fühlen sich manchmal nicht gerecht behandelt oder meine Frau fühlt sich vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen oder meine Kinder sagen, das hättest du besser machen können. Da gibt es genug, gar keine Frage. Ich bin ja nicht gerecht aufgrund dessen, was ich getan oder nicht getan habe. Ich bin gerecht, weil Gott mich gerecht spricht. Und das gilt, das ist nicht ferne Zukunft, das gilt jetzt. Das heißt, wenn die Anklage kommt, dann kommt auch der Einspruch. Christus tritt für uns ein. Vielleicht wie so ein Anwalt, der sagt, Einspruch, euer Ehren. Und der Richter sagt, Einspruch stattgegeben. Und der Staatsanwalt, der mich verklagt, dreht durch und sagt, wie kann das sein? Ja, ich bin im Recht. Ich habe alles genau aufgeschrieben. Ich weiß es. Aber es gibt ein Recht, was über diesem Recht steht. Und das macht dich gerecht. Wie gesagt, das ist unabhängig davon, ob dein Umfeld gerade sagt, dass du gerecht bist. Ich hätte das gerne klar, dass die Menschen sagen, boah, der Uli ist total fair und macht alles genau richtig. Ich werde das auch schaffen. Ich brauche nur noch 200 Jahre. Und gutes Training. Ja. Ich bin gerecht, weil Gott entscheidet, dass ich gerecht bin durch meinen Glauben an Jesus Christus. Das macht mich gerecht, nichts anderes. Und das lässt die Anklage verstummen. Nur, ich bin ja Mensch
und ich vermute, viele von euch sind mir nicht ganz unähnlich. Ich selber bin oft härter mit mir als Gott. Bin oft kritischer mit mir als Gott es ist. Ich verklage mich selbst. Ich bin unzufrieden. Mir fällt meine Sünde ein von vor einem Jahr, von 2 Jahren, vor 10 Jahren. Sünde, die ich bekannt habe, die mir leid getan hat und die mich immer noch quält, die mir peinlich ist, die mich noch beschämt. Und ich klage mich selber an. Mir fällt ein, was mir noch nicht gelungen ist, wo ich noch auf dem Weg bin, wo ich merke, ich muss noch lernen, reifen. Es ist immer noch nicht so, wie ich es mir gerne wünsche und ich klage mich selber an. Mir fällt ein, was mir daneben gegangen ist in dem Gespräch, wo ich blöde Sachen gesagt habe, wo ich hingehen muss und mich bei jemandem entschuldigen. Und ich klage mich selber an. Mir fällt ein, dass mir heute Morgen die stille Zeit schon wieder nicht gelungen ist. Ich wollte früher aufstehen und ich bin zu spät aufgewacht. Oder ich bin dabei eingeschlafen. Oder ich habe gar nicht dran gedacht. Das Handy hat mich so abgelenkt, dass ich sofort irgendwo anders war. Und ich klage mich selber an. Und so weiter. Ich könnte noch tiefer und weiter gehen. Die Liste lässt sich endlos fortsetzen. Wir sind so oft dabei, uns selber anzuklagen, während Gott uns frei spricht. Versteht das nicht falsch. Ich meine damit nicht, dass wir so eine Art Freibrief haben, zu machen, was wir wollen. Das ist sogar bei Paulus schon die Sorge im Römerbrief, aus dem ich gerade gelesen habe, dass er sagt, Vorsicht, nicht falsch verstehen. Das heißt jetzt nicht, dass du so eine Art Yachtschein hast. Ihr kennt noch den Yachtschein? Ja, das war früher ein Begriff, weiß nicht, ob der heute noch bekannt ist, für Leute, wo man sagte, die sind psychisch oder mental krank und die können tun, was sie wollen, das kann man denen rechtlich nicht ankreiden. Man hat keinen Freischein, alles zu tun, was man will, weil man sagt, du bist freigesprochen, darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass wir ja wirklich mit Gott unterwegs sein wollen, dass wir uns sehnen, weiterzukommen, zu wachsen, zu reifen und immer wieder an uns selbst verzweifeln und uns selber anklagen. Und das ist eigentlich nicht unser Job, sondern das ist der Job des Teufels gewesen. Und der hat den verloren. Er hat das getan. Wir haben kein Recht und keinen Grund, uns selber anzuklagen. Ich will es mal so erklären. Wenn Gott mich auf eine Sünde aufmerksam macht, weil er will, dass ich mich entschuldige oder dass ich Sünde bekenne, dass ich etwas kläre mit ihm, dann ist das Reden des Heiligen Geistes in meinem Kopf oder in meinem Herzen und bei dir genauso, ist klar und deutlich. Du weißt genau, was es geht und du weißt genau, was du tun musst. Ja? Du weißt, was du getan hast und du weißt, zu wem du gehen musst und sagen musst, du, es tut mir leid. Oder du weißt, du gehst zu Jesus und bekennst es. Es ist ein Schritt, mehr nicht. Es gibt nichts, was bei Gott leichter ist, als seine Sünde loszuwerden. Ein Schritt zum Kreuz und wenn ein anderer betroffen ist, ein Schritt zum nächsten. Und es ist geklärt. Es ist sogar so geklärt, dass Gott sagt, die Sünde ist im tiefsten Meer versenkt. Ja? Oder an anderer Stelle, Gott gedenkt unserer Sünden nicht mehr. Du erinnerst dich noch, was dir peinlich ist vor 2 Jahren. Wenn du mit Gott darüber sprichst, sagt er vielleicht, um was geht's denn? Bei mir ist das weg. Gott klärt das wirklich. Das ist ganz einfach. Wenn aber jetzt nicht der Heilige Geist zu dir spricht, sondern die Stimme des Teufels oder deine eigene Stimme anklagt, dann ist das Nebel, dann ist es diffus, es entwertet dich, es nimmt dir den Mut und es nimmt dir das Vertrauen, dass Gott noch mit dir ist. Das ist nicht die Stimme des Heiligen Geistes. Etwas, was dich runtermacht, was dir deinen Wert und deine Würde nimmt, was dich verzweifeln lässt, was dir deine Hoffnung und deinen Glauben nimmt, dass Gott mit dir unterwegs ist. Das ist die Stimme des Teufels. Er wird hier mit 2 Eigenschaften in Kapitel 12 bezeichnet. Verführer und Ankläger. Und das sind die beiden Eigenschaften, die ein Freund niemals haben sollte. Er kommt aber wie ein Freund. Er verführt dich. Er sagt, hey, sei nicht so hart zu dir. Du bist so gesetzlich. Mach das ruhig. Guck dir den Film oder guck dir die Bilder an. Nimm dir das, auch wenn das jemand anders gehört. Der hat genug davon. Hau mal raus, was dir da gerade über die Leber gelaufen ist. Ja? Sag mal, was dich ärgert. Die anderen müssen das auch mal aushalten. Was immer, ja. Setz dich durch. Jetzt geht es mal um dich. Und so weiter. Das ist der Satan, der dich verführt. Der sagt, hey, gönn dir das. Du bist jetzt auch mal dran. Jetzt musst du das mal machen, dir das mal gönnen.
Und in dem Augenblick, wo du es tust und wo es dir, du dir es gönnst, wird der gleiche Freund, der gerade noch gesagt hat, das steht dir zu, das darfst du, das musst du jetzt machen, wird er sagen, wie? Und du willst Christ sein? Und du hast deinem Freund erzählt, die Kraft Gottes wäre in dir? Und du meinst, du hättest den Heiligen Geist? Versteht ihr, was Satan will, ist euch den Mut nehmen und die Zuversicht und die Hoffnung. Er will euch entwerten. Vor Gott darf er euch nicht mehr verklagen. Was er versucht, ist, dass du dich selbst verklagst und dass du den Stimmen folgst, die dich klein machen. Das ist nicht der Heilige Geist. Der Heilige Geist, wie gesagt, wenn er was will von dir, er sagt es klar und deutlich. Was der Teufel macht oder auch dein eigenes Herz ist, abwerten, dich klein machen, dir den Mut, die Freude und die Hoffnung nehmen. Der Satan hat diesen Job verloren im Himmel. Er darf dich nicht mehr verklagen. Tu du es auch nicht. Hör auf damit. Auch nicht für Dinge, die Gott sowieso nicht interessieren. Ja? So wie ich in den Spiegel gucke und denke, noch eine Falte mehr. Oder noch ein paar Haare weniger. Oder ich werde tatsächlich immer noch älter. Ja? Heute Morgen dachte ich auch, ich bin älter geworden. Und dann dachte ich, oh, ich werde noch älter werden. Sag ja zu dir. Ja, natürlich wirst du älter. Zum Glück, ja. Das hat auch sehr viel Schönes, aber ganz abgesehen davon. Sag ja zu dir, weil Gott zu dir ja sagt. Hör auf, dich anzuklagen. Ja. Unzufriedenheit ist kein Auftrag Gottes. Gott ist zufrieden mit dir. Er ist im Frieden mit dir. Er hat sich versöhnt mit dir. Versöhn dich auch mal mit dir selbst. Und dann auch mit deinem Nächsten. Wir haben überhaupt kein Mandat, Menschen anzuklagen. Wir haben keinen Auftrag, über andere zu urteilen. Wenn du wirklich meinst, dass jemand deine Hilfe braucht, weil er einen Fehler macht, dann geh zu ihm und sag ihm das und sag, hey, ich will, dass es dir gut geht, besser du lässt das. Das kannst du machen, das ist völlig okay. Und das ist auch schon genug. Es gab nie einen Auftrag Gottes, bitte redet mal über die Fehler der anderen beim gemütlichen Kaffee trinken. Bitte regt euch auf über die, die nicht so sind wie du, weil du bist ja die Mitte. Und rechts und links sind die Abweichler. Ja. Es gab nie einen Auftrag dafür. Im Gegenteil, es gibt viele, viele Verse in der Bibel, die sagen, urteilt nicht. Lasst es. Es gibt keinen Grund zur Anklage. Und für mich ist das eine Riesenchance, weil ich glaube, dass wir in einer Kultur leben, die es liebt, Schuld zuzuschieben. Ja. Lass irgendwas passieren, meinetwegen einen Apfelbaum umfallen. Die Zeitungen werden voll davon sein, wer war es. Selbst wenn keiner dabei war, als der umfiel, wird man fragen, wer hat ihn gepflanzt, unter welchen Bedingungen, welche Gesetze galten da, welcher Beamter hat die angewiesen, welcher Gärtner hat sie umgesetzt. Wir suchen verzweifelt die Schuldigen. Ja. Selbst bei Sachen, die Naturkatastrophen sind, muss es Schuldige geben. Die Zeitungen sind voll davon. Paulus sagt das auch im Römerbrief, die Menschen klagen sich selber an. Und ich glaube, dass Menschen deswegen Sehnsucht haben nach Räumen, nach Gemeinschaft, in der Menschen ohne Anklage leben. Menschen sehnen sich danach, irgendwo hinzukommen, wo sie nicht ständig ein Spiel spielen müssen, eine Maske zeigen, irgendwas darstellen müssen, was andere überzeugt, wo sie einfach sein dürfen. Und nicht in Frage gestellt werden, weil ihre Frisur, ihre Kleidung, ihr Aussehen, ihre Sprache, ihr Verhalten oder sonst irgendwas nicht so ist, wie wir das gerne hätten. Wenn Gemeinde Gottes, Gemeinde Jesu Christi ein Raum ist, der frei von Anklage ist, glaube ich, hat er eine enorme Anziehungskraft. Eine enorme Anziehungskraft. Diese Freiheit von der Anklage ist, was viele Menschen im tiefsten Innern sich wünschen. Warum steht das in der Offenbarung? Was will denn die Offenbarung damit eigentlich sagen? Und das noch ziemlich genau in der Mitte der Offenbarung. Nun, der Teufel ist aus dem Himmel geworfen worden. Und jetzt heißt es, dass er wütend ist. Und es kommt dann sogar ein warnender Vers, der sagt, freut euch, ihr Himmel, Vers 12, in Kapitel 12 in der Offenbarung, freut euch, ihr Himmel, freut euch alle, die ihr im Himmel wohnt, doch wehe dir, Erde, und wehe dir, Meer. Denn der Teufel ist zu euch herabgekommen, rasend vor Wut, weil er weiß, dass er nicht mehr viel Zeit hat. Warum
erleben wir Krisen. Und warum macht das dann gar keinen Unterschied, ob wir Christen sind oder nicht Christen sind? Warum gehen wir durch diese Krisen durch? Warum ist es manchmal so hart, auch als Christ sein Leben zu leben? Manchmal vielleicht sogar härter. Für viele unserer Geschwister in dieser Welt, für viele Schwestern und Brüder, ist Glauben und Nachfolgen mit hohen Kosten verbunden. Teilweise bezahlen sie dafür mit ihrem Besitz, teilweise sogar mit ihrem Leben. Warum ist das so ein Kampf, so eine Auseinandersetzung? Das erklärt die Offenbarung in Kapitel 12 und damit erklärt sie auch, warum überhaupt das Thema in der Offenbarung der Kampf zwischen Gut und Böse ist. Sie sagt, der Teufel kann dir nicht mehr schaden. Das, was das Wichtigste in deinem Leben ist, dass Gott zu dir Ja sagt, kann er dir nicht mehr nehmen. Und deswegen kämpft er, um dich auf allen anderen Ebenen des Lebens von Gott wegzubringen. Er tut alles, um dich zu entmutigen, zu verführen und dir das Gefühl zu geben, das mit Gott ist Geschichte. Das kann ich nicht mehr, das brauche ich nicht mehr oder das darf ich nicht mehr. Der Teufel kämpft, weil er schon verloren hat. Er ist jetzt schon Verlierer. Aber er ist wütend. Und er kämpft mit allen Mitteln, die er zur Verfügung hat. Er ist unfair bis zum Anschlag. Und das ist die Situation, in der wir leben, als Christen. Ich habe mich immer gefragt, jahrelang in meinem Christsein, boah, wenn doch der Heilige Geist da ist und alles geklärt ist, wenn doch Gott jetzt schon das Reich Gottes begonnen hat, dann müsste doch langsam alles besser werden, alles schöner, einfacher, bequemer, angenehmer, voller Freude. Die Depressionen müssten verschwinden, unsere Gemeindenleute müssten alle gesund werden. Die wirtschaftlichen Probleme müssten sich auflösen. Gesellschaften, in denen Christen leben, würden ideale Gesellschaften und so weiter. Ich bin jetzt 60 geworden und stelle fest, es ist weiterhin ein Auf und Ab. Und wenn man denkt, man hat eine Krise hinter sich und wir haben Corona gerade gut geschafft, kriegen wir 3 neue dafür oder 5. Oder wie bei Willow Creek jetzt in Leipzig jemand sagte, 9. Ja. Es hört nicht auf. Was ist das? Welche Kraft ist das? Es kämpft ein Gegner Gottes, das heißt Satan auf Deutsch, Gegner. Es kämpft ein Gegner Gottes, der schon verloren hat. Er kämpft, obwohl er weiß, dass er nicht mehr gewinnen wird. Christus hat den Sieg. Paulus sagt das auch in Römer 8, aus dem ich eben gelesen habe. In all dem, was uns passiert, haben wir den Sieg in Jesus Christus. Wir sind Sieger. Aber wir sind Sieger, die noch mitten im Spiel sind. Stellt euch ein Spiel vor, ein Fußballspiel meinetwegen, in dem ihr unfassbar führt. Ja? Und ihr seid die bei weitem überlegene Mannschaft. Aber dann wird die andere Mannschaft wütend, weil sie verliert. Und was macht sie? Sie fault. Ja, sie versucht kleine Schläge, wenn der Schiedsrichter nicht hinschaut. Ja? Blutgrätsche. Sie verwendet jeden gemeinen Trick, um irgendwie noch einen Punkt zu kriegen, ein Tor zu schießen. Sie versucht alles, den Gegner zu bezwingen, weil sie verliert. Und es kann sein, dass im Laufe dieses Spiels dann die meisten aus der Mannschaft, aus der Siegermannschaft, anfangen zu humpeln. Ja, weil sie getreten worden, geschlagen worden und der Schiedsrichter irgendwie keine Augen im Kopf hat. Ja. Aber sie humpeln mit einem Lächeln auf dem Gesicht, weil sie humpeln als Sieger. Sie humpeln, weil sie gewinnen. Sie humpeln, weil der Verlierer in seiner Wut unfair spielt, aber er bleibt Verlierer. Und das ist die Realität, in der wir leben, über die Offenbarung spricht. Ja, wir müssen vielleicht eine Menge aushalten oder haben schon eine Menge ausgehalten. Ja, das Leben kann sehr hart sein. Ja, es ist herausfordernd. Auch Christ zu sein ist herausfordernd. Wir kämpfen und wir verlieren auch. Wir haben immer wieder mal Niederlagen, aber wir stehen wieder auf und wir machen weiter. Und wir sind jetzt schon durch Christus als Sieger festgelegt. Wir werden siegen oder wir haben schon gesiegt. Wir haben schon überwunden. Nur es schmerzt. Es ist nicht immer einfach. Es frustriert manchmal. Es hat Höhen und es hat Tiefen. Wir haben Erfolg und wir haben Misserfolg. Wir bauen Gemeinde und viele Menschen kommen dazu und dann gehen Menschen wieder. Ja.
Wir erleben, wie wir glücklich sind in Christus, und dann sind wir wieder deprimiert. Wir haben Erfolg in der Firma und dann haben wir wieder Misserfolg. Was immer. Ja, es ist ein Auf und Ab. Wir sind mitten im Kampf, aber wir haben schon gewonnen. Und das ist, was die Offenbarung in Kapitel 12 sagt, weil darüber werden wir morgen reden, wenn es um Antichrist und Zahl 666 geht, weil es geht für viele Christen auf dieser Welt wirklich heiß her. Und manchmal geht es sogar um das nackte Leben, wenn sie Christ werden. Und die Bibel macht Mut und sagt, hey, egal, was dich der Kampf kostet, du hast ihn jetzt schon gewonnen. Lass dich nicht entmutigen, gib nicht auf und denke nicht, dass, weil es dir gerade mal schlecht geht, dass du Verlierer bist. Es schmerzt, aber ich wünsche dir, wenn du humpeln musst, ein Lächeln auf dem Gesicht. Du bist Sieger in Christus. Und wie das funktioniert und wie das aussehen wird, das schauen wir uns an den nächsten drei Abenden an. Herzliche Einladung nochmal. Ich freue mich, wenn ihr dabei sein könnt.